Wir können ruhig noch ein paar Truppen verheizen. So ist es nicht. Weil wir haben irgendwie zu viele. Wir können keine Dorfbewohner mehr bauen. Und wir brauchen noch welche. Oder haben wir irgendwo noch welche stehen außer den Vieren? Wo haben wir die Vier überhaupt geparkt? Oh, hallo. Flakpanzer. Die kann ich im Notfall jetzt auch zerstören. Ich brauche jetzt gar nicht mal auf die Truppen Acht zu geben, weil wir haben eh zu viel Bevölkerungslimit. Jetzt kann echt ein bisschen was verheizt werden. Nachher verlieren wir wahrscheinlich alles. Ich sehe schon kommen. Aber trotzdem hätte ich jetzt dann gerne... hätte gerne mehr Bevölkerungslimit. Wir könnten nur eine Siedlung bauen. Der Vorstoß geht absolut butterweich voran. Das ist unglaublich. Irgendwie habe ich das schwerer in Erinnerung. Sobald wir einmal gelandet sind und einen guten Brückenkopf haben, geht das echt wie Butter. Irgendwie komisch, dass der Flammenwerfer so ineffizient gegen Gebäude ist. Ich meine, so... Das sieht mir sehr hölzern aus. Will ich nur mal so erwähnen. Ach, hier oben sind noch die ganzen Treibminen. Mensch, ihr lieben Engländer, denkt doch mal nach, von welcher Route ich wohl am wahrscheinlichsten komme. Ja gut, sagen wir es mal so. Die ist sogar sehr wahrscheinlich, weil das sehr, sehr nah aneinander ist. Okay, macht schon Sinn. Aber ich nehme doch nicht den Weg, wo ewig viele Treibminen im Wasser sind. Ich bitte euch. Hättet ihr sie lieber verteilt überall. Überall auf Nummer sicher zu gehen. Mein Mörser schießt rein. Und die Artillerie auch. Jetzt muss dann der Buckingham Palace zerstört werden und dann brauche ich irgendwoher noch... Ja, ich mache mal die zwei Paar Flakpanzer kaputt. Habe ich die schon kaputt gemacht? Ach, nee, das seid ihr. Ja, sadistisch. Soll ich Flugzeug abstürzen lassen? Oh, die Amis sind gelandet. Also gesagt, ja doch, Vereinigte Staaten. Könnte ich mich ja grün ärgern. Wir werden angegriffen. Auf Zivilisten schießen ist uncool, Leute. Sehr, sehr uncool. Gut, es sind Bauarbeiter quasi, es sind Bürger von ihnen, aber ich weiß nicht, wenn ich gerade London überfall und da stehen normale Leute rum, auf die rumzuballern, das ist irgendwie... Nein! Woodwin sagt nein. Häuser, kein Problem. Da können zwar auch Leute drin sein, aber... Häuser sind ja auch eigene Lebewesen. Und die sind böse hier in Empire Earth. Denk dran. Häuser sind böse Lebewesen. Okay, wir verlieren weiter Truppen. Yay, ist das toll. Buckingham Palace wird schön zerschossen langsam. Wir können eigentlich mal die ganze Artillerie fokussieren auf den Buckingham Palace. Dass der mal kaputt geht. Und dann brauchen wir halt tatsächlich mal... Wir brauchen nur noch einen weiteren. Nur noch einen einzigen Bürger brauchen wir. Das ist so gemein. Na komm, Aufklärungsflugzeug brauchen wir nicht. Ich auch nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr aufklären, wir wissen genug. Wir brauchen keine Aufklärung. Ich bin gerade überlegen, was ich hier wegmache. Ich würde sagen, da die Bomber hier das... Obwohl... Na komm, die Bazooka kann weg. Was brauchen wir Bazookas? Haben wir noch mehr Bazookas, die mal freiwillig ein wenig Bevölkerungsplatz schaffen? Nach unserem Erfolg in England hat die Abwehr noch einige Agenten zur Unterstützung unserer Truppe abgestellt. Jeder Spion kann entweder britische Militärgebäude übernehmen oder britische Stadtzentren und Kapitole infiltrieren, um Ressourcen zu plündern. Die Agenten müssen klug eingesetzt werden. Es gibt keine weiteren. Das gibt's nicht. Jetzt habe ich schon wieder so viel Bevölkerungslimit. Ihr seid doch solche Schweine. Ja gut, ich brauche nicht mehr so viele Transporter. Da können auch ein paar weg. Einmal mal die Schiffe versenken. Das Oberkommando hat beschlossen, jede Menge Schiffe zu Altholz zu verarbeiten, zu Alteisen. Wir werden angegriffen. Ich muss echt ein paar Flugzeuge abstürzen lassen. Oh, kein Sprit mehr. Oh, auch kein Sprit mehr.
Oh Mann, wie die alle vom Himmel fliegen. Ich möchte halt endlich mal... Kommt. Sturmangriff. Frontal drauf. Fehlt ja nicht mehr viel. Wir speichern jetzt mal. Speichern wir mal unter Let's Play. Das passt schon. Das Bevölkerungslimit bringt mich um, ey. Wir werden angegriffen. Ah, von diesen Bombern. Die sind einfach zu dick. Mann, sind die dick, Mann. So, jetzt kriegt man ein paar Bürger. Und weh, jetzt kommt wieder was dazwischen. Wir hätten auch deutsche Offiziere. Deutsche Offiziere könnten wir ausbilden. Nahrungsmittel hätten wir sogar. Gold kriegen wir bloß keins her hier. Das ist das Problem. Eieieiei. Haben wir denn keine Flakpanzer hier irgendwo? Ach du lieber Gott, machen wir hier Verluste. Boah, war das alles amerikanische Artillerie oder was? Ist der Flughafen endlich mal Geschichte? Dankeschön. Wir machen hier Verluste ohne Ende. Jetzt haben wir zu viele Verluste. Danke, jetzt könnt ihr wieder aufhören. Ah, Jagdmaschinen. Vielen Dank. Wie freundlich. Die Royal Air Force. Wir werden angegriffen. So, ich brauche noch einen Transporter. Ich sehe schon, jetzt habe ich nicht mehr genug Transporter. Teufelskreis. Och Mann, müsst ihr so nerven. Ihr habt sogar eine Belagerungswaffenwerkstatt. So. Tor ist offen. Tor. The Mighty Tor ist offen. So, ihr kommt jetzt mal alle hoch. Die ganze Flugzeugunterstützung wird jetzt mal nach oben umgeleitet, dass unsere Bauarbeiter dann da richtig schön geschützt sind. Das wäre klasse. Das würde mich glücklich machen. So. Wir werden angegriffen. Passt so. Das Aufklärungsflugzeug schaut mal noch ein bisschen hier lang. Da sind sogar noch ein paar Flaks im Weg. Die werden hier mal kaputt gemacht. Nein, blödes Flugzeug. Na gut, reicht das mal so. Kommt, machen wir hier drauf. Kann ja wohl nicht sein. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass unsere Bürger da vor ankommen. Vor Locket. Da! War es ein Kapitol oder ein Stadtzentrum? Ja, infiltrieren Sie Gebäude. Wir könnten natürlich auch einen Flughafen infiltrieren, den einen, den wir da gerade gesehen haben. Das wäre klasse. Was sollten wir nochmal? Stadtzentrum oder Kapitol. Entweder oder. Das haut hin. Perfekt. Stadtzentrum reicht. Das ist gut. Hauptsache, wir müssen es nicht noch ewig lang halten oder so. Ach du lieber Gott, ach du lieber Gott, ach du lieber Gott. Die Amis kommen. Aber das ist vom Flugzeugträger. Solche Jäger, die sind nicht so stark. Die werden schnell von unseren Jagdmaschinen niedergeschossen. Hier, da fallen sie, wie die fliegen. Wir werden angegriffen. So, jetzt bräuchte ich halt wirklich noch schnell meine Leute und schnell das Stadtzentrum. Wenn wir dann schon gewonnen hätten, wäre das gar nicht mal so verkehrt. Dann ist halt die Frage, ob wir schon mit der russischen Kampagne anfangen, weil die Aufnahme wäre dann, glaube ich, arg kurz. So nach Gefühl. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut. Mal wieder nicht. Giraffen? Ach, das ist der Zoo. Cool. Oh, da schießt schon die ganze Zeit. Oh. Los, Düsenflugzeug, fliegt davon. Oh Mann, ey. Mach das Ding weg. Das nervt. Das macht mir ewig viel kaputt. Meine Güte, machen wir wahrscheinlich Verluste deswegen. Obwohl, viele Flugzeuge schaffen es noch. So ist es nicht. Du machst dann noch den Rest. Wenn es nicht jetzt schon kaputt geht. Ja, wunderbar. Wir werden angegriffen. Okay. Ja, ist ja die Frage, wollen wir dann noch mit der russischen Kampagne anfangen? Okay, euch das zu fragen wäre irgendwie blöd, weil bis ihr das Video seht, habe ich die Entscheidung eh schon getroffen. Schreibt es in die Kommentare, wollt ihr in dieser Aufnahme noch die russische Kampagne sehen? Ist zwar egal, dass die Aufnahme dann schon irgendwie seit 3-4 Tagen vorbei ist, wenn ihr, wenn das jetzt die Folge ist, die irgendwie Mittwoch, Donnerstag kommt oder so. Für Info, heute ist Sonntag. Kann wenig dauern. Wir werden angegriffen. Da ist es schon wieder
So eine schöne Scheinfrage. Ich tue so, als hätten wir eine Demokratie. Hey, das wäre schon fast die Bundesrepublik. Kommt, lass doch den armen Rommel in Ruhe. Wisst ihr nicht, dass Rommel kugelsicher ist? Wir werden angegriffen. Och nö, da ist auch noch eine Flak. Das ist ja gemein. Mach die mal weg. Fertig, Sir. Wir haben unseren Düsenjäger abgeschossen. Flak, schieß bitte dahin. Ja, macht sie. Okay, und dann schnell besetzen und dann mal gucken, ob das reicht. Dies wird unser Hauptquartier in London. Ich habe genug Verwaltungsbeamte am Bahnhof von Paris für eine Besatzungsregierung in London versammelt. Willst du mich verarschen? Das darf nicht wahr sein, oder? Das darf nicht wahr sein. Wir kriegen die auch so. Oh nö. Och nö. Ja, kommt mit hoch. Mir ganze Ärger umsonst mit der blöden Bevölkerung. Wir werden angegriffen. Super. Klasse. Unglaublich. Ich glaube, manche wussten das schon, haben die ganze Zeit gegrinst, nehme ich mal an. Wir haben trotzdem jetzt ein Stadtzentrum. Zack. Dann bilden wir hier noch ein paar Leute aus, dann mache ich gleich ein Kapitol. Die Spione, wo sind die? Da. Wir werden angegriffen. Spion. Du gehst da mal hin und holst dir das Ding. Du holst dir die Kaserne. Du gehst ins Kapitol. Ihr Geheimnis ist sicher. Wir werden angegriffen, ja. Du gehst in die Panzerfabrik. Legen wir einfach mal England lahm, mit dem, was noch übrig ist, ohne jetzt Truppen einzusetzen. Ihr Geheimnis ist sicher. In aller Heimlichkeit. Wird nur leicht problematisch. Boah, das nervt. Ja, Ihr Geheimnis ist sicher. Ja, komm. Klopf drauf rum. Wir werden angegriffen. Einer unserer Agenten hat erfolgreich ein öffentliches Gebäude vernichtet und die dort gelagerten Ressourcen geplündert. Ein Agent hat erfolgreich ein Gebäude infiltriert und für unsere Zwecke umgewandelt. Umgewandelt. Transformiert. Dauert gar nicht mehr so lange. Wir brauchen anscheinend doch ein Kapitol. Aber ich weiß nicht, ob das als Hauptziel gilt. Ja gut, jetzt hier großartig. Ja kommt, machen wir ein bisschen was. Machen wir hier ein paar Bomber. Ein paar Bumbums. Ja, wisst ihr was? Der Spion ist gar nicht mal so unstark. Gehst jetzt mal hin und haust ihn mal richtig auf den Kopf. Ja, wüsste ich mit mir anlegen. Brandpfanne. Auf den Schädel. Na komm, jetzt gehst du mal da rein. Das ist viel zu knapp. Da ist noch ein Marinesoldat, der möchte auf den Kopf haben. So. Reicht jetzt. Das wird nicht wahr sein. Ich möchte ein Kapitol haben. Das schaffen wir, glaube ich, auch so. Brauchen wir jetzt gar nicht die Leute rüber schaffen. Wir werden angegriffen. Aber okay, ihr kommt auch mal mit. Was soll's. Steht es auch als neues Ziel da oder sowas in der Art? Nö. Aber hey. Gleich kommt der Bomber raus. Klappt das noch? Nein, klappt nicht mehr. Okay, alles klar. Oh, ich sehe es gerade. Hier, du landest gleich mal hier. Du machst das Ding hier kaputt. Perfekt. Der macht das die Häuser kaputt. Ja, alles klar. Ansonsten hier landen und dann neu anfliegen, bitte. So, das dürfte es, glaube ich, gewesen sein, oder? Sag mal her. Das sind jetzt die letzten drei. Und? Ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben noch nicht alles fertig. Ja, wir haben auf jeden Fall ein Ziel erfüllt, das ist klar. Flugzeugbomber. Bomber. Machen wir noch ein bisschen Gebietsschaden für die Bomber. Irgendwas fehlt uns noch. Ba-ba-ba. Ja. Ja. Oh Mann. Wir sollen alle Amis noch kaputt machen.
toll. Kann ich helfen? Mit unseren begrenzten Mitteln. Wer hat denn letztens alles zerstört hier? Mann. Unglaublich. Wir haben irgendwie auch gar keine Luftabwehreinheiten mehr. Okay, wir sollen die Amis noch vernichten. Oh Mann. Oh Mann. This is not very funny. Wir werden angegriffen. Alles, was noch geht an Mitteln darüber. Ist jetzt wichtig. Muss funktionieren. Sonst ist Odin unglücklich. Irgendwie trefft ihr nicht so richtig, kann das sein? Jagdbomber, haben wir nicht auch irgendwo eine Kaserne oder so eingenommen? Warum hat die Kaserne zerstört? Das ist blöd, aber okay. Dann müssen wir mal mit unseren Truppen weiter vorrücken. Das muss schon irgendwie funktionieren. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns zuerst um das Ding da.